Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Rebirth. In der letzten Folge. Und ich drücke jetzt einfach mal diesen Schalter für den Aufzug. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken. Ja, chill, drück doch mal. Nachdem ich in der letzten Folge den Strom hergestellt habe. Der Aufzug funktioniert. Hoffe ich doch. Jill. Ah, Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Aha, ich soll auf den warten, der mich töten wollte. Super Idee. Er hat einen Colt Python, ich habe einen Magnum Revolver. Nichts kann uns aufhalten. Barry, wir schaffen es. Wir kommen hier raus, Barry. Danach untersuchen wir so viel Marmelade, wie wir wollen. Hier sieht's aber gruselig aus. Ja, wo sind wir denn hier? Eine neue Tür, liebe Leute. Eine automatische Tür. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Star? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand. The things you mentioned are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it!
Jill and Barry together in hell. You want a piece of me? What? Premature. Viral cultured freak. Mach ihn nicht sauer, Chill. Ja, liebe Leute, das ist der Tyrant. Umbrellas Meisterstück. Oh. Das sollte uns am besten nicht erwischen. Hahaha, der kommt mir zu nah. Ah, das sehe ich nix. Scheiße. Oh, ein Hoch auf dem Magnum Revolver, ich sag's euch. Oh, ich bin in Gefahr. Mit 5 Kugeln. Der Tyrant auch kein Problem. So, Barry war doch nicht der Verräter im Team. Das war Albert Wesker. Barry ist unschuldig, liebe Leute. Ist doch nicht toll. Ja, was schwimmt denn da alles in den Reagenzgläsern? Eine Reihe von Kapseln. In jeder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Ich weiß nicht, ob man das als Wesen bezeichnen kann. Aber ich sollte vielleicht nochmal nach Barry sehen. Na, Kumpel? Barry! Barry! You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Ah, der gute Albert Wesker ist verschwunden. Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Ja, dass der Tyrant jetzt Umbrella Super Biowaffe war nicht so schwer, oder? Ein Bedienfeld zum Lösen des elektronischen Notfallschlosses. Schloss öffnen. Das elektronische Schloss wurde geöffnet. Das müsste bedeuten, wir können jetzt zum Helipad, wenn ich mich nicht täusche. Aber wo ist der gute Albert Wesker hin? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Was ist denn hier noch? Und der Tyrant einfach rausgesprungen. Wesker dachte anscheinend, der Tyrant würde auf ihn hören oder so, aber nee, die befolgen keine Befehle. So, machen wir einen Abgang. Ich würde sagen, wir holen Chris aus dem Gefängnis. Jetzt, wo wir wieder mit Barry vereint sind, dürfte das kein Problem sein. The self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. Wesker must have set it off. Let's hurry. The self-destruct system has been activated. Oui, Selbstzerstörung. Wesker will uns alle töten. All locks. Er will uns alle auslöschen. Dann war er erst, der mit Barry im Gewächshaus gesprochen hat. Es gibt alles einen Sinn. Na mal los, Barry. The self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate. Wir könnten jetzt auch schnurstracks zum Helipad gehen und Chris in der Zelle verrotten lassen. Das wäre dann ein anderes Ending, dann würde nur ich und Barry flüchten. Aber ich will natürlich auch Chris retten. Das ist so das gute Ending, mehr oder weniger. So, ich kann auch meinen Partner nicht im Stich lassen. Nachdem schon so viele gestorben sind von Stars. Gut, auf Wesker ist es nicht schade, aber ey. West, Kenneth, Forrest, Foster, Kevin, der Pilot vom Bravo Team, alle tot. All locks.
Nachdem das Selbstzerstörungssystem läuft, wurden alle elektronischen Schlösser geöffnet. Das heißt, die Zelle ist offen, der Heliport ist offen. Die Frage ist, was wollen wir am Heliport? Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu verschwinden. So, Chris. Da guckt sie die Tür an. Das Schloss ist geöffnet, anstatt dass sie die Tür aufmacht. Chill. Mädchen. Chris? Die Tür ist offen. Chill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Ist Chris schwerhörig, dass er den Alarm nicht hört, oder? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ist alles erledigt? Hm? Okay, der Gute hat eine Waffe. Wo hat der die Waffe her? Man würde meinen, wenn man jemanden einsperrt, dass er ohne Waffen eingesperrt wird, aber... Das denke ich wahrscheinlich falsch. Auf geht's, Chris. Bist du raus? Warum warte ich eigentlich auf den? Ich muss auf den gar nicht warten. Da kommt der Sohn mit. Ich bin das gewohnt von Resident Evil Zero, da musste man ja mal warten. Come on, let's go. Ach, und jetzt vorlaufen, oder wie? Du bist ein Held. Was? Lass mich immer alle alleine. So. Ich hab schon gewusst, warum ich das liegen lasse. Ach, nicht kommen. Nein, nicht kommen in den Halsspritze wahrscheinlich. Nein! Doppelt grünes Kraut. Jawohl. Das kann ich dann schnupfen, wenn ich es brauche. Nicht, dass noch was kommen würde, ich meine, aber hey. Desto mehr Items, desto besser. Ich liebe diesen Selbstzerstörungsmechanismus. Sound, diese Ansage von der Frauenstimme macht. Das brauche ich als Klingelton unbedingt. Wisst ihr was? Ich stecke das auch noch ein. Nachdem ich so viel Inventarplatz habe. Ich werde es zwar nicht brauchen, aber ich nehme es einfach mal mit. Ich will ja nicht, dass da unschuldige Blumen zu Schaden kommen, ja? Ich hoffe, Barry hat einen Plan, wie wir hier wegkommen. Ich möchte dann nämlich ungern durch den Wald laufen müssen oder so. Es sind bestimmt noch mehr hungrige Hunter da draußen. Oder Zombies oder weiß der Geier was. Da, mal nach oben gehen. Come on, come on, hurry! Ja, ja, nur kein Stress, Jungs. Nicht so schnell. Was ich schon hinter mir habe. Ah, oh, guckt euch mal das an. Da hat noch jemand Munition fallen lassen. Schrobmunition, die ich nicht brauchen kann. Heilzeug! Alter Schwede, warum so viel Zeug? Aber gut, ich nehme mal alles mit. Ich meine, warum nicht? Oh, ein Heilspray. Das ist schön. So, ich habe 4 Heilsachen dabei. Ich denke, wir haben gerade eine Fluchtmöglichkeit gefunden. Brad Vickers fliegt noch irgendwo rum. Auf geht's, Barry, Chris, wir müssen heraus. Was ist das? Ja, die können sie nicht tragen. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Sprühe ich mal ein. Chill. Sicherungskasten. Ich denke, den werde ich brauchen. Sonst würde der nicht einfach so mitten im Gang liegen. Der Aufzug erhält keinen Strom. Die Sicherung fehlt. Warum liegt die Sicherung direkt vor der Sicherungsbox?
Oh. Damn it! We're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Friss! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Ah, oh, Chris, du bist so ein Schlemmer. Wir haben nicht wirklich Zeit dafür. Aber egal, wir haben nur noch 3 Minuten, bis uns das Ding um die Ohren fliegt. Aber hey, für Witze ist immer Zeit. Warnung. Okay. Ah, da läuft die Zeit. Das ist schön. Da hat man dann überhaupt keinen Druck oder so. Nee, nee. Alles kein Problem. Großer Kasten. Signalraketen. Jawoll. Sieht so aus, als kommen wir doch noch lebendiger weg. Ah, laufen wir mal zum Heliport. Ich hoffe, Brad sieht das auch. Oh, Brad enttäuscht mich nicht. Eine Signalrakete. Ich hoffe, das reicht. Jill! You made it! Uh-oh. Keine Munition mehr. Gehst du weg vom Barry? Ah! Oh, der schlägt mich über den ganzen Heliport. Alter Schwede. Der versteht. Oh, ich bin im Vorsichtbereich. Der Talent versteht keinen Spaß. Oh, oh. Er sieht mich so lüstern an. Nein! Oh, das war knapp. Boah, wie groß der einfach ist. Nein! Ja, chill, du hast Vollzeit zum Nachladen vor ihm. Chill, use it! Kill it, whatever it is! Ja, wir können den Tyrant nicht töten mit normalen Waffen. Nicht mal mit einem Kolpyton. Raketenwerfer. 4 Schuss. Nein! Oh, war das knapp. So, Baby. Wir rechnen ab, wir beide. Ja, meine Freunde, das war Let's Play Resident Evil Rebirth. Der Remake von Resident Evil 1 für den Nintendo GameCube. Und wir haben es geschafft. Chill,
Barry, Chris, alle sind lebendig entkommen. Wir haben Weskers Pläne vereitelt. Doch leider sind noch einige von seinem Team nicht lebendig wieder zurückgekehrt. Kevin, Forrest, Foster, Kenneth sind alle den bioorganischen Waffen erlegen. Aber es gibt leider immer Opfer. Ja, was gibt's noch zu sagen? Immer noch ein wahnsinnig tolles Spiel. Schade, dass Capcom die Serie getötet hat mit Resident Evil 4, 5 und 6. Finde ich sehr schade. Aber für mich immer noch eins der besten Resident Evils, dieser Remake. Ich hätte es toll gefunden, wenn sie alle nochmal in diesem Stil gemacht hätten. Resident Evil 2, Resident Evil Nemesis, Code Veronica. Das wäre der Wahnsinn. Aber gut. Capcom wollte es so. Der Unterschied zwischen Wandern und Bergsteigen in zwei Schwierigkeitsgraden ist eigentlich nur: Bergsteigern ist normal, Wandern ist einfach. Und auf Bergsteigen habt ihr nur die Hälfte Munition, die Hälfte der Heilmittel. Es sind doppelt so viele Gegner. Vielen Dank an Shinji Mikami für dieses wunderbare Spiel. Es sind doppelt so viele Gegner, die machen doppelt so viel Schaden und halten auch doppelt so viel aus. Das sind eigentlich die Unterschiede. Und das Spiel wurde präsentiert von Capcom. Jill, Ergebnis. You did a fine job. Ah, das war Weskers Stimme. Ergebnis, Spielzeit 7 Stunden, 2 Minuten und 44 Sekunden. Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben den Kammerschlüssel. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können die Kleidung im Kostümraum wechseln. Ja, das ist genau das, was ich rumgesucht habe. Hinter diesem Bild mit dem Schloss, da braucht ihr diesen Schlüssel. Dann könnt ihr euer Kostüm wechseln. Da hat sie das Outfit von Resident Evil Nemesis. Und ja. Hoppala. Das war Let's Play Resident Evil Rebirth. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen. Schreibt einen Kommentar. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.